Mein Name ist Opa Kerdia, ich komme aus Syrien. Ich bin 2015 in Deutschland angekommen. Manche Leute, man merkt vom Anfang an, ich schaue so, den Haut ist ein bisschen Ausländer. Ich gehe raus, ich sage ja, hallo, keine Antwort kommt. So, ich fühle ein bisschen komisch. Ich habe eine Frau einmal kennengelernt. Sie hat zu mir gesagt, du hast jetzt dein Kopftuch in Deutschland weggemacht oder dein Kopftuch nicht mehr in Deutschland getragen. Ich habe gesagt, aber ich trage überhaupt keinen Kopftuch, auch in Syrien. Und sie hat gemeint, doch, doch, alle syrische Frauen tragen Kopftuch. Ich habe gesagt, nein, es gibt in Syrien verschiedene Richtungen, verschiedene Religionen und nicht alle tragen ein Kopftuch. Einmal war ich im Markt, einer, der hat mich gesehen, er hat was geredet, Oberfränkisch habe ich nichts verstanden und einfach er spuckt an den Boden. Sie hat gemeint, dann du bist der Christ. Nee, ich bin kein Christ, ich bin Muslim, aber ich trage kein Kopftuch. Ja, es ist oft so. Und dann sie hat mich gesagt, du lügst mich an. Ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht. Und dann sie war so sauer und sie war einfach weg. Aber ich habe die Frau ja nie mehr gesehen, die hat mich wirklich verletzt. Bei manchen Leuten, du merkst, du kannst mit ihnen sprechen. Aber manche Leute, man merkt vom Anfang an, ich kann, egal was ich sage, die haben das hier im Kopf. Die haben, wie man sagt, eine Brille und die sehen immer durch diese Brille, kulturelle Brille. Die denken vielleicht, wir sind einfach nur fremde Menschen oder wir sind nicht sehr nah so von der menschlichen Seite. Und dann, wenn die sprechen mit uns, dann die sagen, okay, dann, die sind vielleicht doch liebe Menschen und so weiter.